Warum ist es eigentlich so schwer, als Mannschaft mit guten Individualisten, mit guten Einzelsportlern gemeinsam Erfolg zu haben? Woran liegt es, dass wir es einfach oft nicht schaffen, aus ja, guten Individuen am Ende auch eine performende Einheit zu machen, die eben wie ein Orchester ineinander greift, das einfach nach Musik klingt? Denn ich denke, jeder weiß, wie es sich anhört, wenn einer im Orchester aus der Reihe tanzt und eben nicht das tut, was er soll. Genau darum soll es in unserer Team of Bow Masterclass gehen, wo wir an 5 Tagen gemeinsam mit Martin Strobel darüber sprechen, wie ihr ein Team entwickeln könnt für die Zukunft, das als Einheit auftritt, das in guten wie in schlechten Zeiten richtig Leistung erbringen kann. Ein Tipp dazu: Wie wäre es, wenn ihr euch erstmal vor jeder Saison das Commitment eurer Sportler einholt, dass sie auch diese Ziele erreichen wollen, die ihr gesetzt habt?